Hallihallo, hier noch kurz das Update für den Monat Juli. Es stimmt nicht ganz hundertprozentig, weil ich habe am 30. Juli zuletzt mein Kontojournal geführt und jetzt erst wieder am 3. August. Das ist jetzt also der Stand für den 30. Juli. Aber es würde, ich glaube, es war, da wäre ich ein bisschen besser gewesen. 3. August ein bisschen schlechter. Punkt. Deshalb habe ich es auch 30. Juni genommen. Wieso? Ich war ein paar Tage weg in den Bergen, habe wunderschöne Landschaft genossen, hatte meinen Laptop nicht dabei. Ich habe das Smartphone gehabt, habe mal einen Trade probiert aufzusetzen, also eine Position zu managen. Mal kurz, als ich beim Wandern aufs Smartphone geschaut habe, dass es eigentlich gut wäre. Leider habe ich da die Fields nicht bekommen. Egal, es geht weiter und ja. Man hätte natürlich das, ich hätte wahrscheinlich, wenn ich aktiv gemanagt hätte, vielleicht hier ein bisschen was besser machen können. Ob ich die Fields dann anders bekommen hätte, eben so, was ich so verfolgt habe, wie sich die Börse entwickelt, die Tage, es hat tief eröffnet. Ich denke nicht, dass ich da direkt probiert hätte zu managen, sondern ich hätte wirklich auch da darauf spekuliert, dass es noch weiter fällt. Es ist dann ja aber leider immer wieder hochgestiegen, am Freitag vor allem eben der EWW und der EWZ, die sind dann sogar heftig gegen mich gelaufen. Ja, it shit happens, die sind tief eröffnet, sah dann sogar mal sehr gut aus. Und da möchte ich jetzt eigentlich zur Performance, ja, klar, nicht schön. Was muss ich vor allem anders machen ist, ich habe es wieder mal gemerkt, diese etwas Gier. Ich habe eben zum Beispiel beim EWW diesen Short Call habe ich dann gelassen. Ich habe den Short Put geschlossen und eigentlich nach Tasty Trade Art hätte ich ja gleich den Short Put hochrollen müssen. Ich habe darauf spekuliert, aber dass das Underlying zurückkommt und ging da mehr Short Deltas ein. Leider ist dies nicht passiert und ich habe es verpasst, weiteren Credit zu sammeln. Eben wie ihr im Video vorhin gesehen habt oder nachher, ich weiß nicht, was zuerst hochgeladen wird, eben dieses Nachziehen, die Untestezeit hoch in diesem Fall oder auch sonst, wenn es runtergeht, den Call runterrollen, für mehr Credit einnehmen, das wäre hier gut gewesen. Wahrscheinlich, es wäre trotzdem Minus rausgekommen, ich wäre immer noch im Minus bei diesen Trades, aber ich hätte dieses Minus begrenzt. Ich wollte hier quasi den Jackpot sagen, okay, der Short Put hat keinen Wert mehr, ich schließe den. Kannst du kurz hier aufzeichnen, damit ich wieder mal das gezeichnet habe in diesem Video. Also eben hier hatte ich den Call, hier den Put. Underlying geht so durch. Und eigentlich hätte ich jetzt diesen Put hier hoch, vielleicht sogar Strangle, schlussendlich vielleicht sogar Inverted machen sollen. Wenn ich sogar das so gemacht hätte, vielleicht sogar mit Inverted und rausrollen, wäre ich vielleicht jetzt sogar, je nachdem, eben jetzt im Nachhinein, ich weiß, vielleicht wäre ich da sogar ein Break-Even oder wenig Verlust. Ich, Schlaumeister, habe natürlich einfach den Put geschlossen, habe gedacht, okay, jetzt ist er auch keinen Wert mehr, jetzt macht das Underlying so, dann schließe ich diesen Call hier und mache einen Mega-Profit. Ja, das war eben. Und das ist das Falsche, wenn man quasi nach Meinung handelt. Das ist das, was ich wieder gelernt habe. Das ist mir eigentlich beim EWW wie auch beim EWZ passiert, dass ich die quasi. Den EWZ habe ich mittlerweile inverted und rausgerollt. Alles, da bin ich zufrieden mit mir. Beim XLI habe ich auch genau dasselbe eigentlich gemacht, habe dann aber jetzt mittlerweile einen Straddle. Den muss ich noch rausrollen. Aber da habe ich wenigstens was gemacht. Aber generell, wieso mache ich das nicht? Weil es ja eigentlich gut funktioniert. Natürlich, klar, ich rolle zum Beispiel. Hier ist der Strangle. Hier der Kurs. Klar, wenn ich den natürlich jetzt einfach voll hier hochziehe, dann hier schreibe, habe ich dann diesen engen Straddle. Und dann macht der Kurs natürlich so. Dann verliere ich. Und ja, ich kann jetzt jammern. Obwohl, nein. Ja, ich könnte jammern und sagen, bei mir ist oft so, wenn ich das mache, hochrolle, passiert genau das und ich bin hier unter Druck. Und wenn ich das nicht mache und den hier lasse,
macht der Kurs meistens dann den und läuft weiter. Ja, eben mit diesem Timing und wenn was machen, wenn ich das noch in den Griff bekomme, aber eben dann hätte ich wahrscheinlich weiß nicht was für Performance, aber ich finde es sogar geil, selbst damit, ich bin im Jahresperformance, wie ihr seht. Oh, falsche Farbe. Ich bin immer noch im grünen Bereich. Hier ist die Nulllinie. Also ich habe immer noch Prozente plus. Klar, ich war mal hier viel höher, bei 10% fast. Also ich war bei 10%. Jetzt sind es noch, glaube ich, 2, 3%. Ja, eben, da habe ich noch abgegeben. Aber es ist immer noch profitabel, obwohl ich eigentlich wirklich Market Timing mäßig so schlecht bin. Okay, lange Rede, kurzer Sinn. Was möchte ich? Ich möchte einfach mechanisch Konstanz reinbringen. Und ich muss das in Zukunft, also das ist mein Ziel, dass in Zukunft dieses Hoch- oder Runterrollen einfach mechanisch umzusetzen. Wenn ich dann halt das hier passiere, dass ich dann unten getestet werde, okay, es wird sicher geben, aber jetzt, das ist dann jeweils besser, als wenn ich zum Teil hochrolle, dann läuft es natürlich trotzdem gegen mich und zum Teil nicht und es läuft gegen mich. Also dann habe ich wenigstens nur, sagen wir, 50% der Fälle, wo es gegen mich läuft. Aber ich habe, so mache ich genau das Falsche immer wieder. Das ist eigentlich meine Dings. Ich möchte dieses mechanische Handeln von Tasty Trade einfach reinbringen. Ohne Emotionen, ohne groß Vorhersagen. Weil das kann ich anscheinend nicht, merke ich. Aber das mechanische Handeln, das kann man. Und das ist das, was ich jetzt bis Jahresende sicher mal durchziehen möchte, dass ich das wirklich so mache, dass auch immer wieder mein Konto dann in dieser Wolke drin ist, wo ich Plus mache. Momentan ist mein Konto eben hier. Okay, das kurz etwas länger erklärt mein Konto-Update. Ja, hoffe, euren Kontos geht's auch gut. Macht weiter so und eben vor allem genießt auch den Sommer. Dann nicht zu heiß. Geht ins Bad oder was auch immer. Bis dann. Tschüss.